Ghost Recon-Serie ist ja schon so ein kleiner Mitläufer und stets ein Baby ihrer Zeit. Hier der erste Teil, der vor über 15 Jahren als actiongeladene Alternative den Ruhm von Rainbow Six weiterführen sollte. Damals noch als PC-Taktik-Shooter. They strike. Swiftly. Silently. Invisible. Ghost Recon Advanced Warfighter sprang voll auf den Zug der Konsolenoptimierung auf. Hier sollte tunlichst alles auch für die 360 erscheinen, außerdem Mainstream-tauglicher sein, also gab's einen in meinen Augen sehr guten Kompromiss aus Taktik und Action. Und dann wird's noch moderner. Ghost Recon Online oder Ghost Recon Phantoms will den Free-to-Play-Markt erobern. Ghost Recon Future Soldier hingegen mit Michael Bay Bombast die Call of Duty und Battlefield Kids abgreifen. Tja, und was ist heute voll im Trend? Richtig, Open Worlds. Auch Ghost Recon Wildlands ist ganz ein Kind seiner Zeit, aber auch ein herausragendes Muttersöhnchen? Im Test zum Open World Shooter gibt's die Antwort. A Blanca Organization. What you call a cartel. Wildlands ist nicht nur ein Kind unserer Zeit, sondern greift sogar die Zukunft vorweg. Ubisoft will nämlich laut eigenen Angaben künftig weniger Zeit in eine vernünftige Story stecken und stattdessen auf Spieleanekdoten in Multiplayer-Welten setzen. Tja, und das schafft Wildlands ziemlich zielstrebig. Die erzählte Geschichte ist nämlich schon ziemlich Banane. Sueño, mijo. What if you had your own country? Like Moses. I led my people to the promised land, Bolivia. Die Kurzfassung entspricht hier quasi der Langfassung. Ein Drogenlord wurde in Bolivien so mächtig, dass er sich quasi zum Monarchen des Landes aufgeschwungen hat. Und vier Ghost Recon Spezialeinheiten müssen ihn erledigen, indem sie Sektor für Sektor ganz Bolivien befreien. Dabei klopfen sie jede Menge Macho-Sprüche, finden in Audiologs heraus, wie unfassbar böse die Feinde doch sind und hören sich dabei die harten Ansagen von der Chefin an. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, Boss of Bosses, El Sueño. Highlight sind da noch die kleinen Einführungsfilmchen für jeden Unterboss. Wildlands nimmt sich viel zu ernst, um witzig zu sein, ist aber viel zu plakativ, um ernsthaft anzukommen. Klar, dass die Story nicht im Fokus steht, mag stimmen, aber wenn Ubisoft Dialoge einbaut, dann sollten die schon ordentlich geschrieben sein. Sind sie aber nicht. Und so dürften die meisten Spieler nach einer Weile eh nicht mehr zuhören. Macht aber nichts, gibt ja noch genügend andere coole Sachen, auf die man sich konzentrieren kann. Zum Beispiel die Spielwelt. Eines der zwei großen Highlights von Wildlands. Zum anderen komme ich später. Mein Gott, ist das eine Augenweide. Mit dieser Open World hat sich Ubisoft technisch selbst übertroffen. Das Gebiet fällt nicht nur gigantisch aus, sondern in puncto Optik auch extrem abwechslungsreich. Es gibt die verschiedensten Städte und Landschaften, Urlaubsanlagen, Seen mit Inseln, Landterrassen, dichten Dschungel und imposante Berge. Schon heftig, was heutzutage in einer Open World möglich ist. Allerdings sollte man natürlich nicht allzu lange mit Sightseeing verweilen, denn auch wenn das hier wie Forza Horizon aussehen mag, in Bolivien fängt man sich deutlich schneller eine Kugel als in Australien. Denn hier wimmelt es vor Gangstern. Dazu zählen Drogenkartelle und semi-staatliche Unidad-Polizisten gleichermaßen. Alle wollen uns umbringen. Damit das nicht passiert, haben wir in Wildlands zwei Möglichkeiten. Entweder bleiben wir ungesehen oder wir bringen vorher alle um. Oder beides zusammen, das geht auch. So oder so, wir müssen uns mit den Typen auseinandersetzen, denn in Bolivien wartet eine ganze Menge Arbeit. Jeder einzelne Sektor hat eine Handvoll Story-Missionen, die wir absolvieren müssen, um den Boss des jeweiligen Gebiets aus dem Weg zu räumen. Um Story-Missionen aber erstmal freizuschalten, müssen wir wiederum Infos in der Spielwelt sammeln. Und um bessere Chancen zu haben, lohnen sich Nebenaufgaben und das Sammeln von Ressourcen und Waffenmods, mit denen sich dann das eigene Arsenal aufstocken lässt. Man merkt schon, hier haben wir es mit einer mittlerweile typischen Ubisoft-Open-World-Struktur zu tun. Icon für Icon grasen wir die Spielwelt nach coolem Kram ab. Dass man in Wildlands durchaus Zeit in Nebensächlichkeiten stecken will, liegt an der kniffligen Gegner-KI. Auf höchstem Schwierigkeitsgrad schießen die nämlich extrem genau und suchen auch ziemlich hartnäckig nach uns. Einfach vom Hügel snipen klappt also nicht. Das ist übrigens der einzige Härtegrad, den wir empfehlen, bei allen anderen sinken KI und Herausforderungen rapide ab. Folglich profitieren wir auch nur auf höchstem Schwierigkeitsgrad stark von besseren Zielfernrohren, Upgrades in unseren Aufklärungsdrohnen, C4-Sprengsätzen und so weiter.
Der Skilltree von Wildlands gewinnt keinen Innovationspreis, aber er ist auch lange nicht so überflüssig wie zum Beispiel in Assassin's Creed Syndicate. Egal ob Haupt- oder Nebenmission, im Prinzip geht's fast immer ums Gleiche. Mit Heli oder Auto zum Zielort gelangen und dabei ab und zu von der Unidad verfolgt werden, wenn man nicht aufgepasst hat, dort in einen bewaffneten Komplex reinkommen, irgendwie mit den Gegnern fertig werden und irgendwas klauen, in die Luft jagen, umbringen, verhören oder abfotografieren. Gelegentlich muss man auch mal einen Punkt gegen Feindansturm halten, aber die Missionsvielfalt fällt sehr überschaubar aus. Und da liegt auch eines der zwei größten Probleme von Wildlands. Zum anderen komme ich später. Ja, dank der knackigen KI ist man anfangs motiviert, seine Strategie zu perfektionieren. Das Ausprobieren von verschiedenen Einstiegspunkten, Waffen und Taktiken macht viel Spaß. Aber wenn man mal eine Vorgehensweise perfektioniert hat, wird die ziemlich wahrscheinlich für den kompletten Rest der Kampagne funktionieren. Im weiteren Spielverlauf gibt uns Wildlands quasi keine spielerisch neuen Herausforderungen, Gegner oder Missionstypen. Klar, Locations ändern sich und man muss seine Taktik ein wenig anpassen und optimieren, aber ähnlich wie Mafia 3 bleibt das Spiel bis zum Ende sehr, sehr gleichförmig. Kein Vergleich zu den einstigen Taktik-Shooter-Wurzeln. Das Schussgefühl ist zwar sehr befriedigend und die Ballereien bleiben intensiv, nur eben vorhersehbar. Gerade wenn man Solo spielt, sollte man sich sehr genau fragen, wie lange man sich damit motivieren kann. Bei Wildlands ist die eigene Kreativität und Experimentierfreude gefragt, das Spiel serviert einem den Spielspaß nicht auf dem Silbertablett. Natürlich gibt's eine Spielweise, in der das Experimentieren besonders leicht fällt: den Koop. Glanzlicht Nummer 2 von Wildlands ist der Koop. Das ganze Spiel wurde im Hinblick auf das gemeinsame Zocken mit Kumpels optimiert. Während unseres Testmarathons haben wir sagenhaft viele schöne Momente erlebt, Lagerfeuergeschichten und absolut absurde Chaos-Situationen. Hier fahren wir beispielsweise locker durch die Pampa, unterhalten uns ein bisschen über Gott und die Welt, passieren diese paar Kollegen, denken uns nichts dabei, aber Moment mal, da wurden doch unsere Leute bedroht. Wir setzen zurück, schießen die Gegner um und lachen darüber, wie beiläufig wir gerade Leuten das Leben gerettet haben. Hä? Das war jetzt ein Typ von Santa Blanca, den unsere Rebellen gefangen genommen hatten. Und der hat uns dann gesehen und dann haben sie ihn erschossen. Oder was? Sowas ist nur im Open-World-Koop-Chaos möglich. Freunde können jederzeit ins eigene Spiel joinen, man schnappt sich ein paar Missionen von der Übersichtskarte und los geht's. Ebenfalls cool, gemeinsame Entdeckungen wie dieses geheime Drogenlabor in einer Höhle, die wir vorsichtig mit Nachtsichtgeräten säubern. Ah, das ist so dieses typische Open World, ey. Lass uns mal nur kurz eben hier diesen Orden holen. Zack, geheime Höhle, fuck. Auch taktisch lassen sich im Koop deutlich befriedigendere Manöver durchziehen. Beispielsweise, wenn wir bei Nacht von zwei Seiten mit Scharfschützen ein Lager behaken. Klar, hier sind die Patrouillen auch sehr entzerrt, das macht es leicht. Trotzdem, das Gefühl, die Drogengangster von zwei Seiten in die Mangel zu nehmen, ist klasse. Ja, und los geht's. Oder zwei Leute behaken diese Insel hier mit der Minigun des Helikopters, während einer sich mit dem Boot von der anderen Seite hocharbeitet. Auch sehr cool. Aber dazu muss die Verbindung natürlich mitspielen. Und das ist das zweite große Problem von Wildlands, der fehlende Feinschliff. Okay, dahinter verbergen sich eigentlich diverse kleine Probleme, aber wir fassen das jetzt mal zusammen. Dem neuen Ghost Recon hätte ein bisschen mehr Blick fürs Detail wirklich gut getan. Mal bricht die Verbindung ab, mal fehlt ein Collectible, sodass ein Areal nicht komplett abgegrast werden kann. Mal spawnen die Gegner an unfairen Stellen oder noch schlimmer, sie hängen wie hier irgendwo fest und nehmen der Verteidigungsmission damit jede Herausforderung, weil wir locker auf dem Hügel chillen können. Dann lässt sich eine Mission gar nicht erst beenden, weil ein Bug das Missionsziel nicht registrierbar macht und mal werden den Mitspielern verschiedene Zielpunkte angezeigt, sodass einige den falschen Truck verfolgen. Und abschließend werden meine KI-Kollegen von einem Zug überfahren. Sind das denn Volldeppen oder was? So beeindruckend die Open World auch insgesamt sein mag, so sehr verbirgt sich der Teufel in den kleinen Macken. Wildlands ist zwar kein Technikfiasko, aber man stolpert schon sehr regelmäßig über Ungereimtheiten. Ubisoft sollte hier dringend nachpatchen. Also, Ghost Recon Wildlands hat zwei große Macken und zwei große Highlights. Macke 1, die Gleichförmigkeit. Macke 2, der fehlende Feinschliff. Highlight 1, die grandiose Spielwelt. Highlight 2, der ebenso grandiose Koop, der wiederum von dem gelungenen Shooter-Gameplay profitiert. Und zwischen all diesen Eckpunkten erstreckt sich ein gutes, aber kein herausragend gutes Spiel.
Wildlands ist durch die Bank ein Kind seiner Zeit, richtet sich an den Mainstream und bietet eine Open World zum Icon-Abgrasen. Wer einen Taktik-Shooter erwartet, schaut in die Röhre, spätestens bei der ersten Sprinttour mit dem Arcade-Lamborghini. Trotzdem, ich persönlich hatte im Koop eine Bombenzeit, weil ich das Spiel als das akzeptieren kann, was es ist. Ich kann aber jeden verstehen, der sich an der Ubisoft-Formel stört. Man sollte sich sehr genau darüber im Klaren sein, was für ein Spielertyp man ist und wie sehr man sich selbst motivieren kann durch eigens gesetzte Ziele und Visionen und Freunde.